Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic 2. So, wir haben in der letzten Folge Dawn in ihren süßen Hintern getreten, haben irgendwie diese Elementarkugel aus dem Wellness-Tempel rausbekommen. Ich weiß immer noch nicht wie. Aber sei es drum. So, jetzt wollen wir Murray die frohe Botschaft verkünden, dass wir Dawn getötet haben. Und wir waren ja schon mal von seiner Seite aus durch das Portal hierher gekommen. Die Kugel verweigert den Ausgang. Hä? Ich weiß, das heißt wie bitte, aber trotzdem. Können wir uns rausteleportieren? Hä? Haben wir die Kugel noch? Die müsste bei... Ja, Sherman hat die... Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, dann... Gehen wir nicht zu Murray? Ist mir jetzt auch Wurst. Weil wir zahlen jetzt nicht wieder 5000 Gold für diese Fahrt zu Murrays Wellnessbereich. Keine Ahnung. Ja, also wir wollen ja nochmal schauen, zeitreisetechnisch. Zuerst gehen wir nochmal zurück zu der Königin. Schau mal, ob sie jetzt noch was anderes sagt. Auch wenn ich nicht davon ausgehe. Bart zaubert uns eine Fliege nach D2. So, dann zaubert Bart uns noch den Überblick. So, genau. Und dann spazieren wir kurz zum Schloss. Müssen wir den Mangaul oder wie er heißt nochmal töten. Aber das sollte jetzt auch kein Problem mehr sein. Ja. Ich habe den mal eben aus den Latschen gehoben. Was zaubert, weil ich ein fauler Mensch bin. Ein Mondstrahl, dann sollte sich ein bisschen was erledigen. In der Praxis hat das nicht so funktioniert. Achtung mal, ein Kältestrahl auf die Leute. Robert haut bitte den Hofmagier. Bart zaubert einen Feuerball in die Menge. Und Multicanus, du konntest doch mittlerweile auch den Mondstrahl. Dann mach das mal bitte. So, ihr seid eigentlich unter unserer Würde, aber wir müssen uns trotzdem mit euch abgeben. Die Soldaten haben alle nur einen Lebenspunkt. Das ist doch nicht dein Ernstspiel. Da muss nur jemand husten, dann fallen die um. Mann, Mondstrahl. Jetzt aber bitte. 72, ja. Einer lebt noch, jetzt nicht mehr. Mann, 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 Mann. Aber ich glaube, die hatten auch immer recht guten Loot dabei. Na, Augenbinde plus 5. Kein Kommentar. Okay, wir gehen zu unserer Königin. Und sind mal mutig und kürzen durch die Berge ab. So, Luxuspalast rein da. Ja, wir gehen rein. Große Halle, genau. Und da war doch genau das Buffet. Warum hat ein Ork nur 20 Stunden? Hast du jemals einen Ork mit 24 Fingern und Zehen gesehen? Ach so, ein Ork-Tag. Sorry, ich habe den Witz vergeigt. Tut mir leid. Entschuldigung. Rettet meinen Vater. Ja gut, das hatten wir ins Auge gefasst, ja. Okay. Dann gehen wir nach Schloss Pinehurst. Denn dort steht die Zeitmaschine.
Bart, mach uns mal bitte eine Fliege nach A2. Ohne die Karte wäre ich aufgeschmissen. So, da hinten ist dann Schloss Pinehurst. Da gehen wir jetzt bitte rein. Vielleicht sagt Lord Peabody noch irgendwas. Vielleicht auch nicht. Ja, es wird Nacht im Dungeon. So, Thronsaal, hi. Hi, wie ist es gelaufen? Es tut gut, euch wiederzusehen. Ja, es ist immer eine Freude, dich zu sehen, auch wenn du uns nicht hilfst. So, also nochmal, die Theorie ist, die amtierende Königin ist die Tochter von dem Magier, den wir retten sollen. Der Magier, der im Sumpf vom Drachen getötet wurde und der Drache Azoff. So, also kann das eigentlich nur in Ära 8 gewesen sein, also 8. Jahrhundert. Aber eigentlich ist das schon zu lange her. Egal. Genau, und dann kommen wir auch genau hier raus. Wir sind jetzt im Sumpf, dort wo der Drache sein Ende fand. Und wo Dorns Höhle ist. Genau, da oben die Höhle ist Dorns Höhle. Und wir sind mitten in dem Sumpf, wo der Kampf stattgefunden hat. So, und dann muss jetzt hier irgendwo König Karlhorn sein. König Karlhorn, blickt euch an. Wollt ihr ihm die Elementkugel und die 4 Talons geben? Ja, natürlich, klar. Aber wir sind jetzt 100 Jahre in der Vergangenheit. Egal. Seine Tochter hat sich noch gut gehalten für 100 Jahre. Also eigentlich mehr als 100 Jahre. Egal. Nicht drüber nachdenken, ist ein Spiel. Ja. König Karlhorn bedankt sich bei euch. Er beginnt einen Kampf mit dem Megadrachen. Oh, erinnert euch an das Ende von World of Xen? Da gab es auch einen Megadrachen und er hat mich tierisch Nerven gekostet. Aber die Geschichte hat sich geändert. Er gewinnt, geht wieder ins 10. Jahrhundert. Zum Luxuspalast Royal. Okay, er hat den Drachen alleine besiegt. Das ist erfreulich. Gut, dann schlafen wir im Sumpf, denn dann kommen wir irgendwann wieder in unsere Zeit zurück. Genau, dann sind wir jetzt wieder in Middlegate. Das war auch ein bisschen verwirrend, aber ist okay. Wir buffen durch. Man weiß ja nie, was kommt. Vielleicht müssen wir doch noch gegen Megadrachen kämpfen. Genau, das weiß man nicht. So. Badzaubert Schweben und Schutz vor Magie. Und die Fliege. Und haben wir schon aus dem Brunnen getrunken? Ja, haben wir. So. Also dann nochmal Bad zaubern. Fliegen nach D2. Da müssen wir wieder gegen den guten Mandagaul kämpfen. Aber okay. Das schaffen wir. Oder können wir jetzt wirklich irgendwie ein bisschen abkürzen? Denn das Schloss müsste doch dann hier irgendwo sein. Wir umgehen mal Mandagaul. Genau, jetzt müssen wir ihn umgangen haben. Und gehen jetzt hier so quer rüber. Und da ist das Schloss. Sehr schön. Dann war ja einfach. So, rein da. Schauen wir mal, ob der König jetzt zu Hause ist. Nein, wir naschen nicht vom Tisch. Warum dürfen Orks nicht am Strand liegen? Die Katzen würden sie vergraben. Vielleicht, weil sie stinken und Katzen ihre Hinterlassenschaften verbuddeln? Genau, das weiß man nicht. König Karlhorn sitzt auf seinem Thron und verkündet: Nun kommt eure schwerste Aufgabe. Geht mit dem Passwort Wave zum Feldsee. Das schreibe ich mal auf. Die Zukunft von Kron steht auf dem Spiel. Mit Feldsee meint er wahrscheinlich den Square Lake. Denn Square kann man nicht nur mit Rechteck, sondern auch mit Feld übersetzen.
Und da waren wir auch schon mal und da hieß es ja Zutritt nur für Auserwählte oder so irgendwas. Und da hatten wir uns ja nicht reingetraut. Dann sollen wir da jetzt wahrscheinlich reingehen. Okay, ansehen, was? Was zaubert uns bitte ein Portal nach Middlegate, denn das ist dort um die Ecke. Und dann gehen wir aus Middlegate raus und brauchen noch Wasser wandeln. Denn jetzt werden die Füße nicht mehr nass. So, und dann war ja irgendwo in der Mitte, genau, da waren wir schon mal gewesen, da war so eine Höhle. Auf dem Schild steht nur Auserwählte betreten. Ja, wir fühlen uns auserwählt. Jetzt habe ich Angst. Karte. Wir sind irgendwo unten links. Okay, kann man sich hier teleportieren? Vor allem auf der Karte sind wir unten links, aber irgendwie haben wir unter uns auch noch irgendwie Gänge. Das Schild besagt Belialfs Biester. Aha, okay. Bart, mach mal bitte einen Teleport. Zaubern. Teleport. Sagen wir mal 3. Hätte ich jetzt nicht damit gedacht, aber okay. Wir schauen mal auf die Karte, wo wir hin können, sollten, müssten, täten. Keine Ahnung. Also wir sind da unten links gestartet. Da laufen die Wege scheinbar ins Nichts. Da oben gibt es eine Tür. Und da oben gibt es ein kleines Kästchen. Gehen wir zur Tür oder zu dem Kästchen? Wir gehen mal einfach nochmal 9 nach oben. Schauen mal, wo wir dann rauskommen. Das ist irgendwie ein bisschen konfus, aber okay. Bart zaubert Teleport von 9. Fertig. So, wir sind fast an dem Kästchen und fehlt noch 1 zur Tür. Wir gehen mal schauen, was auf der Tür steht. Also jetzt nochmal 1. Denn vielleicht müssen wir dort auch hin. So, Bad zaubern. Ich glaube, das Spiel neigt sich dem Ende zu. Wir haben den König gerettet. Jetzt retten wir wohl die Welt. Wir schauen mal zur Tür. 66 Dämonenkönige verbeugen sich, angreifen. Nö. Oder doch? Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich durch die Tür. Also ja. Was? 5000 Lebenspunkte? Flucht? Hat funktioniert. Was? Also ich hatte eigentlich gedacht, dass wir jetzt hier easy durch das Spiel durchkommen und ich nicht noch Geld farmen muss, bis jeder Level 75 ist. Wir lassen mal die Tür Tür sein und geh mal schauen, was oben in dem Kästchen ist. Okay. Das, also 5000 Lebenspunkte und dann wahrscheinlich 66 Stück.
das ist leicht übertrieben, Spiel. Ganz leicht. So, wo sind wir jetzt? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Circa. Über den Daumen gepeilt. Das war nicht dein Ernstspiel. So, jetzt müssten wir neben dem Kästchen sein. Genau. Dann schauen wir mal, was es dort gibt. Die Karte sieht aber auch anders. Irgendwie anders aus. Die geht auf jeden Fall weiter als das, was man uns hier zeigt. Können wir uns in das Kästchen rein teleportieren? Ansehen, Bad. Bad zaubert 1. Geht's hier jetzt weiter? Nicht mich ansehen, sondern die Karte ansehen. Jetzt sind wir da. Das ist irgendwie, geht die Karte immer vor uns zurück. Jetzt sind wieder die Dämonenkönige. Scheinbar müssen wir gegen die kämpfen, aber ich sehe da momentan nicht so viel Land. Ganz ehrlich. Aber okay, dann machen wir das. Ach du grüne Neune, wir sind drin. Wir können keinen Mondstrahl machen. Und die machen wahrscheinlich Tonne an Schaden. Okay, muss dann wohl. Na gut, treffen können sie zum Glück nicht. Also ich lag zu. Wieso habe ich nur 48 Schaden gemacht? Was? Zauber mal einen Segen. Phileas. Zauber. Zauber, Zauber. Feuerball? Verfehlt. Robert schlägt zu. 11-mal verfehlt. Bart zaubert. Tanzendes Schwert. Ja, das macht 50. Eine Hochspannung könnte ich mal noch versuchen, aber das hat irgendwie auch nur 50 gemacht. Musikanus verfehlt. Okay, Sherman. Dann zauber du mal das Säurespray. Verfehlt. Ja, die machen nicht so wirklich viel Schaden. Und ich mache 48. Segen hatten wir. Mach mal. Machen wir hell. Das gibt 5 Stufen, glaube ich. Gesinnung. Tanz und Säurespray. Paralyse. Oder den Feuerprügel. Masse verzerren hatten wir in Teil 3, 4 und 5 gegen Drachen verwendet. Dann hatten wir auch die Wunderheilung. Gesang weiß ich nicht mehr, was das bringt. Mach mal Gesang. Spruch versagt. Was auch immer er getan hätte. Ja, Phileas macht kaum Schaden. Robert auch nicht. Bart, zauber mal deine Hochspannung. Verfehlt. Na super. Dekanos verfehlt. Warte mal, wenn es Dämonen sind, vielleicht Untote abwenden. Oh, jetzt geht das große Sterben los. Was ist tot?
Untote abwenden kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich will einmal noch mit Vastes versuchen. Dazu brauche ich einen Charakter, der wiederbeleben kann oder heilen kann. Achso, Multicanus ist auch dahin. Können wir jetzt fliehen? Zumindest einer? Nicht benutzen. Dann retten wir wenigstens das nackte Leben. Nein, ich will jetzt nicht raus. Nein, habe ich doch gesagt, Spiel. Vas ist tot, Multicanus ist auch tot. Ja. Ich überlege jetzt gerade, ob ich wirklich dann noch leveln muss, um beziehungsweise Geld farmen muss, um die Typen da töten zu können. Vielleicht muss man das auch einfach... Also ich meine diese ganzen Gänge. Ich habe das jetzt halt versucht auszuhebeln. Aber vielleicht darf man genau das nicht. Dass man die gesamten Gänge laufen muss. Und dass dann irgendwas passiert. Ja, das ist jetzt lächerlich. Wir tun mal mit unserer verbliebenen Truppe hier ein bisschen Flurschaden machen. Obwohl es sind verdammt viele, das sollte man nicht unterschätzen. Bart, mach mal einen Feuerball. Dann geht ein bisschen was für die Hunde. Ich schlag zu. Phileas zaubert nochmal einen Kältestrahl. Bart zaubert nochmal einen Feuerball. Ich wollte das jetzt aushebeln, weil... Warum soll ich außen rumlaufen? Aber das Spiel sieht das, glaube ich, nicht so. Ja, das geht immer so in Wellen nach oben. Also wenn man auf der einen Seite rausläuft, kommt man auf der anderen Seite wieder rein. Und irgendwas müssen wir wohl auslösen. Vielleicht müssen wir alle getötet haben, damit oben irgendwas passiert. Also am Ende. Wahrscheinlich dort, wo wir waren, bei dem kleinen Kästchen. Nur, dass wir da halt uns hätten nicht hincheaten sollen. Und es sind mal wieder verdammt viele Gegner. Ich sollte dann doch mal zaubern. Ja, gut, ich kann nicht zaubern. Phileas kann aber. Aber diese Könige, die waren ja wohl echt heftig. Das war richtig übel. Ich will kein Gold farmen. Ich schaue mal, ob hier noch irgendwas passiert. Ich muss eh raus, die Leute wiederbeleben. Ja, immer in diesen Knicks sind Gegner. Und das scheint sich so ein bisschen zu steigern, habe ich so das Gefühl. Dass es jetzt der finale Test ist, ob die Gruppe genug gelevelt hat. Ach, Spiel. Sei doch mal nicht so. Ja, auch mit drei Leuten ist das jetzt kein großes Thema. Bis nachher zu diesen Herren Königen. Wo ich noch keine Ahnung habe, wie wir das hinbekommen sollen. Aber darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Dann werde ich wohl unser letztes Geld nochmal in Devil investieren, aber selbst das wird uns, glaube ich, hier nicht retten. Ja,
Wieso verfehlen wir jetzt ständig? Was ist tot? Und Multicanus, also kein Segen. Oh, Spiel. Sei nicht so anstrengend. Dann machen wir mal irgendwas anderes. Tanzendes Schwert. Wow, 360 an den Mäusen. Okay. Tanzendes Schwert ist der Way to go. Oder einfach draufschlagen mit Bad. Ja, Phileas ist fast tot. Wir müssen sowieso in die Pause. Keine Ahnung, ich gehe mit unseren Leuten vor die Tür. Mach nochmal alles hübsch und dann schauen wir, dass wir in der nächsten Folge hier irgendwie verstehen, was wir tun müssen. Ich weiß noch nicht, ob ich leveln werde oder nicht. Lasst euch überraschen. Also, bis gleich.